shall keep us a league and eternity. Minius dem Celt, these Cretans, these pigs fell of sin. Demre's hand of bled to us, day. They must die for this to begin, tormentos eternos. These vermin's hide try, keep us from path, Tesquita above. But, we stab them. We take them and give sacrifice to Lourdes! Tis sacrifice we send to ya! Have praise our lords! Take this offering! Forge a sentry! You prepare die! Who dares? So, wie hier ist nochmal der Kahlkopf? Na, ich sag mal Dankeschön, dass er uns gerettet hat. Oh, und jetzt kommen auch noch die Roboterviecher. Oder auch nicht. Ja, aber irgendwie kriege ich richtig viel Schaden. Schon nur noch eine. So sind wir jetzt alleine. Och nein. Nicht schon wieder. Ich hab doch da hinten ein Lava-Becken gesehen. Alter, der macht hier alles kaputt. Was habe ich da drüben? Nur so eine Gravity-Station. Sind da jetzt zwei? Okay, Alter, was geht bei denen ab? Natürlich, ich komme da gar nicht richtig hin. Ah, hier ist die perfekte Position. Ah, der macht alles kaputt. Oh, oh, oh. Na, zumindest habe ich den Lavaball nicht fallen gelassen. Aber da hinten kommt schon der andere. Ey, zwei sind doch unfair. Und ich krieg auch nicht mal ihr Lava raus. Na toll, da hinten ist gar nichts. Ja, von so weit weg kriegt man da wirklich kein Lava raus. Hallo? Ich hab doch hier reingemacht. Na, jetzt kommen die von beiden Seiten. Aber diesmal haben sie, glaube ich, ein bisschen weniger Leben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir einen gleich kaputt machen. Weil sonst kreisen die uns ein. Das ist gar nicht gut. Wo kommen die ersten? Den hätten wir doch. Nein. Jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Jetzt kommt der da. Ich komme gar nicht mehr an das Becken hin. Okay, ich wage es. Toll, hier ist gar keine Deckung groß. Okay, warum ist einer down gegangen? Nein. Nein.
Da wollte ich mir den Gravity-Schuss machen. Ich hab's doch gesehen. Und irgendwo kommt schon wieder hier Ladies. Alter, da hinten ist ja gestorben. Ja, Fokus auf mich. Dankeschön. So, hier, Rakete. Einen richtig schönen Schaden gemacht. Hallo, Großer. Ach, da hinten. Hi, jetzt wird es langsam richtig übel. Von überall. Nein, nicht in Deckung. Einfach weiterrollen, weiterrollen. Ich hoffe, die treffe. Nein, nicht. Ganz ruhig. Oh. Oh. Also merkt schon langsam, dass das von Japanern programmiert ist, das Spiel. Es wird langsam so assig schwer. Das gibt's nicht. Hättest du auch noch zwei so dicke Säcke auf uns? Ja, warum geht es die Kamera hier hoch? Ich will da so einen Bollen holen, eben nicht den Fettsack anschauen. So, gleich hier, bam, bam. Ganz schnell. Oh. So, dass sie auch gar nicht so Chance haben, die ganzen Deckung kaputt zu machen. Scheint auch so ein kleines Manko, die die ganze Deckung kaputt machen. Und noch zwei Bollen. Wo hatte ich eigentlich den einen Raketenwerfer? Wo habe ich den aufgehoben? Das machen wir jetzt hier aus der Deckung. Hey, springt er vor uns runter. Von oben kommt keiner. Nein. Oh, noch daneben. Nein! Jetzt kommt er wieder. Na, an der falschen Seite. Du bist so schlau, Davis. Ich will schon Leo sagen. Vor lauter Hektik weiß ich nicht mehr, wie ich heiß. So, ich setz mal hier wieder dahinter. Ah, hier war der Raketenwerfer. Nein! So, Teddy, aus dem Weg. So, der hat auch Raketen. Oh. Der hat gesessen. So, die Ladies sind auch weg. Oh je. Ich habe da doch gerade noch was gehört. Ich schaue mich noch ein bisschen um, vielleicht gibt es hier nochmal so eine Raketenwaffe oder so, weil eine zweite Waffe ziemlich gut wäre. Ich muss noch ein bisschen umschauen da in den ganzen... Ja, wie sieht das aus? Irgendwie so wie so ein Laden oder so. Oh, ein Waffenladen zum Beispiel. So, jetzt hat er halt hier einen noch aufgehoben. Weiß nicht, soll ich die mitnehmen oder Raketenwerfer? Ich meine, Raketenwerfer ist schon geil, aber halt nur mit einem Schuss ist dann doch nicht so geil. Ich immer so am überlegen, weil ein Schuss ist halt schon ein bisschen mickrig. So, hier ist alles voll. So, dann verfolgen wir mal den Kollegen weiter. So, hier dürfen wir runterfliegen. Das sieht auch sehr einladend aus. Stay alert here. This place looks like it's still in use. Yeah, gotcha. Just keep the cover. So, sieht doch fast wieder so aus wie da an dem Bahnhof. So ein bisschen.
sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Und auch ein bisschen besser treffen können. Da hinten versteckt. So, schön im Flug. Und da, ja, die alle wieder kommen. Was ist denn das da hinten von Strahlen? Let's keep going. We're close. So, die sind alle kaputt. Packen ein bisschen Munition ein. Nice. So, kann ich den noch einpacken? Hier ist Munition dann voll. So, dann bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Ja, okay, warum? Davis, warum zurück? Chat war Angst. Ach, das war der Typ. Okay. Okay, da dürfen wir also nicht rein. Warum aufpassen? Wieder so ein Strahl, ich bin hier nicht im Weg. Aber geil aussehen tut schon irgendwie. Und in der Zwischenzeit müssen wir jetzt ein bisschen weiter gehen und dann... Ah, okay, das heißt, wir müssen jetzt hier hin und dann gleich eins weiter, weil sonst gibt es so ein bisschen Gebrutzel. So, da kommt er nämlich schon. Ich denke jetzt mal, ich habe das so richtig verstanden. Weil die da auch nicht da mittendrin sind. Oh nein, nein! Wow! Wow, das war knapp. Das war knapp. Nein! Hallo! Mit den blöden Granaten. Ich sollte nämlich hier weiter, das ist das Problem. Aber das wird nix. Na toll. Also sowas hasse ich, wenn man in Deckung bleiben soll, aber die Granaten rauszwingt. Finde ich richtig mies. So, hier ist alles sicher. Gehen wir mal eine Runde weiter. So, ich denke, ich bleib mal hier so gut wie möglich. Dass wir hier alle beseitigen. So eine Granate. Eigentlich kann ich hier rüber, oder? Anstatt hier blöd aus der Deckung rauszufliegen. Und wer wirft eigentlich immer die Granaten? Oh, das ist ja schon hinüber. Noch da hinten noch einer. Oh, treffen tue ich den da nicht so gut. Deshalb gehe ich jetzt eine Runde weiter. Oh, der kommt auch näher. Ich hab schon gedacht, der fliegt jetzt in den Strahl rein, aber der ist doch noch da geblieben. Wow! Granate, Granate, Granate! Ah,
Habe ich den jetzt noch erledigt oder? Oh, nein, nicht so weit rüber. Nicht, dass der Strahl mich noch trifft. No. Gibt's doch nicht. Oh, jetzt ist hier das komische Ding da am Weg. So, ich glaube jetzt mal, ist immer noch nicht das Feld geräumt. Oh. Ey, wie viel kommen denn da? Ich glaube, wir müssen dann langsam ein bisschen entgegenwirken. Irgendwie nach jedem Strahl weiter vorrücken. Schaut es hier nie was. Tot? Jetzt aber. Oh. Ich bräuchte auch noch hier langsam Munition. Na, hier kann man so ein bisschen was einsammeln. Na! Boah. Leo, Davis, was machst du? Warum ich immer Leo sagen will, hey? So! Puh. So, wo ist der Leo? Oh, der ist noch ganz hinten. Come on, let's get in there. So, schnell weiter. Hier kommt schon wieder der Strahl. So, hinab in Sicherheit. So, und wann ist ein Weg durch die Techkammer? Der Leo, der kommt wohl selbstständig klar, hoffe ich jetzt mal. Boah, was haben wir hier für eine fette Minigun? So, ich höre den Überwachungsraum. So, mal ein bisschen weiter. Ich sehe da gerade groß gar keinen. Okay, also die zwei jetzt hier. Sicherheitsbot. Na, toll. Da war noch mal was hier mit den kleinen Bots nehmen und auf den großen. Und dann kommen da halt noch andere Leute. Na, toll.